Okay, wir testen es mal. Ich wusste es. Wir haben 50-50 Chance hier. Aber jetzt ist er gerade okay noch. Das Ding ist schnell genug hier. Oh nein, das könnte mich töten. Oh, der ist aber schön schnell. Mach ihn so, klopp ihn kaputt. Ah, das schon wieder. Der ist der schwarze, kleinere, echt besser. Ein einziger Abschlussangriff nur noch. Aber es ist gar nicht so leicht, weil er einfach nervt, der Typ. Okay, der war auf den Sack, dass man ihn einfach niemals mehr als einmal angreifen kann. Wir müssen ihn leider mit Abschlussangriff töten. Ja, und das lustigerweise ist echt, man ist zu langsam als Zauber. Ja, jetzt konnte ich ja nicht zu Ende hauen. Wait, hatte ich recht? Womit? T, womit hattest du recht? Why did you call me Roxas? Wouldn't you like to know? Hey, hold on. Sure, it's time. Uh-oh, they need our help. Sora and Rico are together. We have no part to play here. Gee, I wonder if Riku will ever change back. Riku chose that form so he could use the power of darkness. It won't be easy. Die machen da voll die Tanzübung. Mit dem Spezialeffekt vom Schwert. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, was mit dem Spezialeffekt ist. Da steht ja nur Licht und Dunkel. Also umso mehr er die Form nimmt, umso höher ist die Chance, dass der nächste auf jeden Fall die schwarze Form wird. Das ja, heißt, genau. Es geht prozentual hoch. Und da es jetzt so oft gut gegangen ist, muss die ja irgendwann mal kommen, ne? Ja, um genau zu sein, ist es so, für jedes Mal, wenn ich eine normale Form benutze, dann wird intern der Counter um 1 erhöht. Und das ist sozusagen das mit der prozentualen Chance. Es gibt eine Möglichkeit, den Counter wieder runterzukriegen. Ja. Und zwar entweder, wenn ich eine neue Form bekomme. Eine ganz neue Form. Oder... Naja. Momentan haben wir halt noch ein Problem mit den... Mit dem hohen Wert. Weil die wird auch reduziert, wenn ich in der schwarzen Form reinkomme. Wie man sieht. Mhm. Ich kann fliegen. Die Frage ist natürlich, ob das Schwert wirklich es verhindert, dass ich in der normalen Form reinkomme. Vorhin hattest du das Schwert ja auch und hast auch die Limitform benutzt. Ich habe seitdem die Limitform schon mal wieder benutzt? Nein. Nee. Erst seit dem Schwert. Es kann sein, dass es das Schwert ist. Vielleicht, aber ich kenne es ja nur mit diesem prozentualen. Hi. Yes, Kingdom Hearts. Rejoice,
and feast on these hearts we offer. Shine your pale light on this empty realm. Share your power with all nobodies. Oh nein. Xemnas, is Kingdom Hearts ready? Very soon. Then I can end this charade? Indeed. How I've waited to hear that. Tiny, you are great! Oh? Haare zurückschmeißen. You are different, Kairi. But I'm just glad you're here. You and Riku never came home. So I came looking for you. I'm sorry. This is real. Wait, Ansem. I mean, Xehanort's heartless. I never thought for a second that I'd ever see you again. Just thinking about all the things you did makes me really mad. But you saved Kairi, right? I have to be grateful for that. Thanks. Riku, don't go. So, hat voll die Prange, obwohl Kairi ihn größer geworden ist, ja. Kairi, what did you just say? Riku. Ich meine, guck mal. Just a castaway from the darkness. Sora, come here. Say something to him. Here. You'll understand. Ha ha di di di. Close your eyes. Di 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 di. Danke. Riku! It's Riku. Riku's here. I looked for you. Come on, Sora. You've got to pull it together. I looked everywhere for you. I didn't want you to find me. But it was him that was helping us, wasn't it? Huh? Those clues we kept finding. That must have been Riku. I was starting to worry you guys weren't ever gonna catch on. Sora never did pick the brightest friends. What do you mean by that? Why didn't you let me know you were okay? Was meinst du damit? I told you. I didn't want to be found. Not like this. I couldn't. I fought with Ansem, with Xehanort's Heartless. When it invaded my heart and I won. But to use the power of darkness, I had to become Ansem myself. Does that mean you can't change back? This battle isn't over. And until it is, I still need the power of darkness. Then, let's finish it. You're still Riku, no matter what. So how about it? Kairi, jetzt Koop. Du spielst Kairi. Kairi. The king's waiting. Ich spiel Kairi? Ja gut, das krieg ich. Ja, Kairi spielt jetzt Kairi. Nein, Kairi, ich spiel Kairi. Memoire, Besitzhunger. Drei Fleiße während MP-Auflage. Uiuiuiuiuiui. Uiuiuiui. Dieses Schwert wird kein leichtes sein. Dieses Schwert werde ich nicht ausrüsten.
So. Wir haben ein Ziel. Dieses Ziel ist wunderbar. So, da. Ja, natürlich. So, wir sind hier. Aber wir sollten hier sein. Nein, sollten wir nicht sein, Zahn. Wir müssen unbedingt dieses Schwert noch ausprobieren, was wir haben. Ah. Ach, natürlich. Also das nervt mich eigentlich manchmal. Die Gegner sind gerade aus dem Angriff raus. Eine halbe Stunde kannst du nicht angreifen. Und dann machen sie es einfach instant nochmal. Die haben keine Cooldown. Die haben keine Cooldown, Gary. Sag den doch voll. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, die haben keine Cooldown, ne? Ja, mach den. Voll leise, San. Voll leise. Okay, dann mach ich das leise. Die haben keine Cooldown. Warum tun die das? Memo irre. Zack. Zack. Noch ein duktiles Splitter. Ich höre gerade ein. Eigentlich müsste ich ja gar. Wollte ich ja gar nicht so töten. Ich muss doch ein wenig hauen. Ich will meine Drive-Leiste ein wenig füllen. Nur ein wenig. So auf 1000%. So. Aufstieg und Fall. Da müssen wir nämlich jetzt durch, dass wir das machen. Ach, nicht schon wieder so ein Ding. Warum mache ich das immer? Ich kriege doch keine Drive-Leisten-Punkte, wenn ich die alle töte. Drive-Converter. Drive-Converter. Taler in Drive-Taler. Puh, da müssten wir dann aber das tauschen. Das wollen wir vielleicht erstmal noch nicht. Taler sind auch okay. So. Nächster Versuch. Mal gucken, ob uns das wieder schwarz macht. Es macht uns wieder schwarz. Wir sind auf jeden Fall dem Schwert einen Schritt näher gekommen. Sie hat also recht. Ja, wenn du jetzt das Schwert rausnimmst, werde ich nicht schwarz.